Jetzt haben wir auf der einen Seite die kalte Progression, die möglicherweise abgeschafft wird oder zumindest wieder mal diskutiert wird, mögliche weitere Steuerentlastungen. Auf der anderen Seite wurde auch schon bei den Sozialpartnern, unter den Sozialpartnern über den Mindestlohn diskutiert. Derzeit blickt man dann auf 1.500 Euro brutto. Ist das tatsächlich genug, Herr Hopfner? Das lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten, aber ich möchte noch ein bisschen indirekt auch auf diese Frage eingehend, wenn es uns, und ich glaube, das ist ganz definitiv ein Friedensprinzip, nämlich diese soziale Ausgewogenheit, daran müssen wir alle arbeiten, dass uns die möglichst erhalten bleibt. Und da nutzt es uns dann auch nichts, wenn wir Neidgesellschaft schüren, weder gegen die extrem Reichen noch nur für die Armen sozusagen reden. Und das habe ich vorher auch mit Punkt genau gemeint. Ich denke, es gibt sehr wohl Maßnahmen und ich habe in der Steuerreform in der letzten schon Ansätze gesehen und auch jetzt in der ökologischen Steuerreform, dass hier die Ansätze in diese Richtung gehen. Und da sollten wir, glaube ich, weiterarbeiten. Das Thema Mindestlohn, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir Lösungen finden für die wirklich sozial Bedürftigen, für die Menschen, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind und nicht wieder dort sozusagen zurückgebracht werden können, weil eigentlich ist es ja schier unglaublich. Wir kommen aus der höchsten Arbeitslosenrate Nachkriegszeit, aus der Pandemie bedingt, mit extrem viel Kurzarbeit in kürzester Zeit zur praktisch wieder niedrigsten Arbeitslosenquote und gleichzeitig noch nie so viel offene Stellen auch im Markt gegeben. Also da müssen wir, denke ich, daran arbeiten, bevor wir über einen Mindestlohn nachdenken, dass wirklich die, die arbeiten können, müssen arbeiten. Das sollten wir im Auge behalten. Und dann für die, die wirklich nicht mehr arbeiten können, die krank sind oder was auch immer, dort muss es ein Sozialsystem geben, welches diese dann auffängt. Herr Stemmer, ich habe mir in der Vorbereitung ein Zitat von Ihnen notiert, wo Sie sagen, es braucht bessere Jobs, höhere Löhne und Gehälter und auch höhere Ausbildung Investitionen in Aus- und Weiterbildung. So finde man Arbeitskräfte und eben nicht, wenn man über Arbeitslosengeld zum Beispiel diskutiert. Was müssen denn die Unternehmen tun? Wo sind sie im Zugzwang, damit sie attraktiv werden? Also die Arbeitnehmer, da haben wir mehrere Parameter. Rein auf die Arbeitnehmer gesehen, kommt immer mehr bei der Jugend an, wie sind die Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, wie kann ich das gestalten. Bei der Aus-Weiterbildung, man muss den Leuten Perspektiven geben, man muss im Betrieb auch Möglichkeiten geben zur Weiterbildung etc. Wenn Sie mal draußen sind oder wenn man jetzt schaut, wir haben viele Langzeitarbeitslose, das ist ein Großteil von den Arbeitslosen, was man da hat. Was kann man denen machen, dass die wieder Fuß fassen in der Industrie oder sonst wo? Weil die Problematik, was wir da natürlich haben, die Langzeitarbeitslosen sind meistens 50 plus und das ist ja das Prekäre, was wir schon mittlerweile haben. Du bist mit 50 schon zu alt für einen Job. Mittlerweile, weil du natürlich mitunter vorher schon dementsprechend verdient hast und dann hat eigentlich, ja, mit dem Ganzen, wenn du längere Zeit arbeitslos warst, eigentlich mit der Hektik und mit dem gar nicht weiterkommst. Dem fehlt mitunter meistens auch die Qualifikation bei den Leuten und da muss man natürlich vom Arbeitsmarktservice und das Ganze eigentlich nochmal betrachten und schauen, dass man die wieder auf den Arbeitsmarkt bringt. Und ich glaube, es sind nicht viele, was das Sozialsystem ausnutzen. Nur wenn die immer in der Arbeitslose sind oder von Mindestsicherung ziehen. Und da haben wir dann halt die Problematik, dass wir dann wirklich denn die Zweiklassengesellschaft extra Balance haben, dass wir dann halt wirklich vielleicht den sozialen Unfrieden auf die Dauer kriegen. Und da müssen wir gegensteuern. Herr Ohneberg, was wäre Ihr Rezept in diesem Ganzen? Sollte vielleicht beim Arbeitslosengeld nachgeholfen werden, sollte es einen höheren Mindestlohn geben? Wie bekommt man die Menschen in den Arbeitsmarkt, beziehungsweise wie bekommen Unternehmer ihre Fachkräfte? Ja, das sind natürlich zwei verschiedene Fragen. Es ist schon einiges gesagt worden.
Also das eine, wie kriegt man die Fachkräfte? Also das ist Attraktivität des Unternehmens. Ich glaube, das steht an vorderster Stelle und da ist Vorarlberg, glaube ich, ich kann natürlich nur über die Industrie sprechen, beispielgebend für die Arbeitsplätze, die angeboten werden, auch was von der Aus- und Weiterbildung, was in Mitarbeiter investiert wird, was auch die Gehälter sind und die Löhne sind. Die sind alle über dem Kollektivvertrag. Also ich kann kaum jemanden in der Industrie, der auf Kollektivvertrag-Ebene zahlt. Also ich glaube, das ist es, da arbeitet jeder intensiv dran. Warum? Wir reden auch nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern wir haben einfach einen Mitarbeiterinnenmangel. Wir kriegen auf allen Ebenen ganz schwer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darum glaube ich, das Gehalts- und Lohnniveau wird sich sowieso sukzessive anpassen, egal ob ich jetzt Gehaltsabschlüsse habe im Herbst oder nicht, weil Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zu anderen Unternehmen zu gehen. Und ein verlorener Mitarbeiter ist der teuerste Mitarbeiter am Ende des Tages. Und insofern wird jeder sich hüten, einen Mitarbeiter schlecht zu behandeln, sage ich jetzt einmal. Es gibt sicher schwarze Schafe, keine Diskussion, aber für die breite Masse an Unternehmern kann ich sicher sprechen. Das andere Thema ist Mindestsicherung. Ich glaube, ist auch schon gesagt worden. Also ich stehe hundertprozentig dahinter, dass Leute, die arbeitswillig sind, aber nicht arbeitsfähig sind, gehören unterstützt. Also das ist für mich Sozialstaat, leistungsorientierter Sozialstaat und das muss es uns wert sein. Wo dort die richtige Höhe ist, ich glaube, das ist zu diskutieren. Am Ende des Tages sollte die hohe Höhe so sein, dass er noch einen Anreiz hat, jemand arbeiten zu gehen, der leistungsfähig ist, aber nicht leistungswillig. Und ich glaube, da reden wir auch alle. Ich glaube, da können auch alle zustimmen, dass wir die Leute brauchen, müssen wir in den Arbeitsmarkt bringen. Und was ist das größte Rezept? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Leuten einmal einen Job gibt. Weil wenn der einmal in einem Unternehmen war, egal wie lange er ist, dann kriegt er Dienstzeugnis. Mit einem Dienstzeugnis tut er sich schon viel einfacher, in ein nächstes Unternehmen zu gehen. Und da gibt's viele Maßnahmen in Vorarlberg und ich glaube, da sind wir auch bemüht. Ich persönlich kann auch nicht sagen, dass ein über 50-Jähriger nicht so interessant ist heutzutage. Ich glaube, wir brauchen wirklich jede Mitarbeiter und Mitarbeiter aktuell. Natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, weil nochmal, wir sind in einer prekären Situation, wenn es wirklich zu dem Gasboykott kommt, zu einem Gasembargo kommt, was für die Industrie durchwegs bedrohlich sein könnte. Und insofern dürfen wir jetzt auch nicht zusätzliche Belastungen aufbauen, die letztendlich noch schwieriger machen, die Situation auch durchzutauchen.